Dann macht's euch gemütlich. Also richtig entspannen. Wenn's angenehm für dich ist, dann schließ doch bitte deine Augen. Und erlaube dir mal, die Zeit nur für dich zu nehmen. In anderen Worten, du lässt jetzt das Universum wissen, dass auch du wichtig bist, dass du deinen Wert erkennst und dass du es wert bist, diese Zeit ganz für dich zu nehmen. Mit dem Augenschließen richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unser Inneres. Und mit dem ganz bewussten Ein- und Ausatmen erlauben wir uns, das Äußere jetzt langsam loszulassen. Ganz bewusst spürst du, wie du einatmest und dann noch wieder mit Achtsamkeit ausatmen. Dem Einatmen wirst du immer ruhiger. Und mit dem Ausatmen entspannst du dich mehr und mehr. Du entspannst deinen Körper. Vielleicht lässt du eine Anspannung in den Schultern los. Oder in deinen Hüften. Deine Gedanken werden ruhiger. Und du spürst eine wohlwollige Wärme durch dich fließen. Es ist nicht nur eine körperliche Wärme. Es ist auch eine emotionale Wärme, eine wunderbare Liebe und Selbstachtung fließt durch dich hinweg. Ich möchte dich bitten, dass du dich auf dein Herz fokussierst. Bitte spüre, wie dein Herz für dich schlägt. Dein Herz trägt alles mit sich, alles, was dir schon einmal begegnet ist, alles, was du schon einmal erlebt hast, gefühlt hast, ist in deinem Herzen vorhanden. Ich möchte dich bitten, dass du dir dein Herz mal so genau anschaust. Du kannst es dir bildlich vorstellen, wie ein gemaltes Herz oder wie ein richtiges menschliches Herz aussieht und arbeitet. Es ist dein Herz,
Es ist deine Kapazität vor Liebe, die in diesem Herzen gespeichert ist. Bitte stell dir vor, als ob dein Herz eine Tür hätte. Schau mal, ob du diese Tür öffnen kannst. Vielleicht öffnet sie sich leicht, oder vielleicht musst du ein bisschen rütteln und feste drücken oder ziehen, um die Tür zu deinem Herzen zu öffnen. Du brauchst es nicht zu beurteilen. Beobachte es einfach. Und lass einfach geschehen, was passiert. Mit der offenen Tür zu deinem Herzen möchte ich dich bitten, dass du einmal hineinschaust oder vielleicht auch hineintrittst und dir dein ganzes Herz mal anschaust. Was fällt dir auf? Was hast du in deinem Herzen gespeichert? Ist es ein schöner Raum, leicht und voller Licht? Gemütlich, vielleicht mit wunderbaren Blumen dekoriert? Oder ist dein Herz leer, eine kleine, einsame Kammer? Oder vielleicht ein bisschen vernachlässigt, dunkel mit Spinnenweben und Staub? Und all diese Bezeichnungen sind natürlich symbolisch gemeint. Aber sie können uns viel zeigen über den Zustand unseres Herzens. Wie zeigt sich dein Herz zu dir? Bitte wende dich der linken Seite deines Herzens zu. Geliebtes Herz, ich bitte dich, dass du mir nun zeigst, alle Menschen oder Ereignisse, die mir einmal das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht gut genug bin. Erlaube deinem Herzen, dir die Situation oder Menschen zu zeigen, die dir einmal das Gefühl gegeben haben, dass du nicht gut genug bist. Du brauchst nicht traurig zu werden, oder den alten Schmerz hochkommen lassen. Erlaube dir, es einfach nur zu beobachten. Brauchst du dieses Gefühl noch? Oder bist du bereit, dieses Gefühl von nicht gut genug zu sein, jetzt loszulassen? Schau die Menschen oder die Situation an und lass sie wissen, dass du dieses Gefühl nicht mehr brauchst. Du bist jetzt bereit, dich immer wertvoll zu fühlen
Du erkennst deinen Wert, so wie das Universum deinen Wert erkennt. Du bist nicht nur gut genug, du bist wunderbar. Du bist ein Wunder. Dann nimm die Situation oder den Menschen bei der Hand und bedanke dich für die Lektion, die du von ihnen gelernt hast. Und lass sie wissen, dass du jetzt bereit bist, diese Situation, die Person und den Schmerz loszulassen. Sanft drehst du dich um und trägst diese Person und diese Situation aus deinem Herzen heraus. Du darfst es hier gerne an das Universum abgeben, mit der Gewissheit, dass es dort gut versorgt wird und dass du diese Lektion jetzt aufgelöst hast. Du strahlst im Sonnenschein. Du spürst, wie deine Energie wächst. Und du weißt, dass du gerade etwas geheilt hast. Du wirst jetzt andere Menschen und Situationen anziehen, die auf der gleichen energetischen Ebene wie dein Selbstwert stehen. Du wirst gefördert, bewundert und geachtet werden, weil du dich selbst förderst, weil du dein Wunder erkennst und weil du dich selbst achtest. Mit dieser Gewissheit möchte ich dich bitten, noch einmal in dein Herz zurückzugehen. Bitte schau im Herzen herum, ob du einen Menschen oder eine Situation erkennen kannst, die dir einmal das Gefühl gegeben haben, dass du nicht geliebt bist. Lieben diese Menschen sich selbst? Haben sie das Recht, dir irgendetwas über deine Selbstliebe zu zeigen oder zu lehren? Du erkennst mehr und mehr mit jedem Atemzug, wie sehr du geliebt bist. Du bist so geliebt, dass du hier bist. Und jeder Mensch, der dir einmal das Gefühl gegeben hat, dass du nicht liebenswert bist, hat einen großen Mangel an Selbstliebe und trägt einen großen Schmerz in sich selbst. Wir haben Mitgefühl mit diesen Menschen. Aber wir brauchen dieses Gefühl nicht mehr in unserem Herzen. Deshalb möchte ich dich bitten, dass du dieses Gefühl und die Menschen, die dich das gelehrt haben, aus deinem Herzen herausträgst. Dieses Gefühl von nicht liebenswert, von Vernachlassung, von Kleinsein,
trägst du jetzt aus dir heraus. Du erkennst, wie sehr du geliebt bist. Bedanke dich bei diesen Menschen, dass sie dir dein Selbstliebe gezeigt haben. Das Universum nimmt dir diesen Schmerz gerne ab und versorgt alles im richtigen Maße. Du brauchst dir darüber keine Gedanken machen. Du machst dir Gedanken darüber, wie du dir jeden Tag zeigen kannst, dass du dich selbst liebst und dass du geliebt bist. Das Gefühl der Liebe kommt in dein Herz hinein. Und strömt durch deinen ganzen Körper. Und mit diesem Gefühl der Liebe, das durch dich durchfließt, ziehst du neue Menschen und Erfahrungen an, die dir immer wieder und wieder widerspiegeln, wie sehr du geliebt bist. Du bist geliebt. Und mit dieser Liebe möchte ich dich bitten, noch einmal in dein Herz zu treten. Schau doch bitte noch einmal in deinem Herzen um. Du kannst bestimmt schon erkennen, dass sich einiges aufgelöst hat. Das hast du auch ganz toll gemacht. Aber wir möchten noch eine Dinge für dich aufräumen, für dich heilen. Geliebtes Herz, bitte zeig mir die Situationen oder Menschen, die mir das Gefühl gegeben haben, dass das Universum oder Gott mich nicht unterstützt oder trägt. Geliebtes Herz, zeig mir bitte die Situation oder Menschen, die mich gelehrt haben, dass ich nicht von dem Universum unterstützt werde, dass ich mich um alles selber kümmern muss, so viel Stress, ich bin nicht sicher, ich darf mich nicht geborgen fühlen, weil ich von Gott und vom Universum verlassen bin. Bitte verstehe, dass diesen Menschen das Gleiche passiert ist. Irgendwann in ihrem Leben haben sie gelernt, dass sie alleine sind. Sie wurden getrennt von der Quelle, die sie kreiert hat. Und ich möchte, dass du dein Herz bittest, dir jetzt dabei zu helfen, wieder dieses Vertrauen zu finden. Du bist getragen. Du wirst vom Universum unterstützt und gefördert. Du brauchst keine Angst vor Autoritäten zu haben. Du bist voller Autorität für dich selbst. Nimm diese Situation und Erlebnisse in deine Arme und trage sie aus deinem Herzen heraus. Übergib sie
dem Universum, das dich unendlich liebt und trägt und immer unterstützt. Es ist immer auf deiner Seite. Und erlaube dir, dich in diesem Sonnenlicht, in diesem Wissen so richtig aufwärmen zu lassen, so richtig erleuchten lassen. Du wirst jetzt unterstützt in allem, was du möchtest, bist du getragen. Du darfst dich entspannen und vertrauen. Und du darfst deine Kommunikation mit Gott oder dem Universum haben. Es ist immer für dich da. Und du wirst jetzt Menschen und Situationen in dein Leben anziehen, die dir das widerspiegeln, wie sehr du geliebt bist, wie sehr du getragen bist und unterstützt bist. Noch einmal schaust du in dein Herz hinein. Dieses Mal sagst du Danke. Danke, geliebtes Herz, dass ich dich erleichtern durfte. Danke, dass du immer für mich da bist, mich immer unterstützt. Danke, geliebtes Herz, dass wir eins sind. Genieße die Arbeit, die du gerade an dir selbst gemacht hast. Lass nochmal so richtig Liebe und Vertrauen durch dich durchfließen. Bitte behalte im Hintergedächtnis, dass du jederzeit wieder zu deinem Herzen zurückkommen kannst, um dort noch irgendetwas aufzulösen oder aufzuräumen. Und dann, da es dein Herz ist, kannst du entscheiden, ob du die Tür zu deinem Herzen weit geöffnet lässt oder ob du es gerne schließen möchtest. Und dann trete langsam von deinem Herzen zurück. Lass die Erfahrung noch einmal mit Ruhe und Liebe durch dich durchfließen. Ich möchte dich bitten, dass du mal deine Schultern beobachtest, ob sie entspannt sind oder gelassen sind. Dein Kiefer, ist er entspannt oder gelassen? Deine Hüften? Beobachte, wie dein Atem durch dich durchfließt. Deine Gedanken, wie ruhig sie geworden sind. Und für 3 Atemzüge fokussiere dich ganz bewusst auf das Ein- und Ausatmen. Und dann beginne langsam, dich zu strecken und zu recken. Und komme wieder hier zu diesem Seminar zurück.